Im Namen von Gott, der Leben schenkt und erhaltet. Im Namen von Jesus Christus, der Licht ins Leben bringt. Und im Namen vom Heiligen Geist, der die Menschen verbindet. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Amen. Mit diesen Worten begrüße ich euch ganz herzlich zu diesem Pfingstgottesdienst. Nach Ostern und Auffahrt muss jetzt leider auch Pfingsten aus der Ferne gefeiert werden. Das ist sehr schade, weil man könnte Pfingsten als Geburtstag der Kirche bezeichnen. Und so einen Geburtstag feiert man ja bekanntlicherweise am liebsten mit den Leuten, die einem am wichtigsten sind. Und es wären ihr, die jetzt daheim seid, und auf Distanz mitfeiert, sei es im Pyjama oder in den Sonntagskleidern. Und obschon ihr alle aus ganz unterschiedlichen Alltagen kommt, so verbindet euch jetzt gerade, dass ihr alle das Bedürfnis habt, einen Gottesdienst zu feiern. Wenn auch nicht ganz so, wie wir uns das gewohnt sind und vielleicht gerade wünschen. Ab Pfingsten feiern wir den Heiligen Geist, wo, wie wir das im 2. Timotheus 1,7 lesen, ein Geist von Kraft, von Liebe und von Besonnenheit ist. Und somit hat dieser Geist vieles, was wir im Moment gerade brauchen. Über das Geschenk vom Heiligen Geist können wir uns auch heute noch freuen, weil das auch uns gilt. Auch wir dürfen darauf hoffen, dass wir mit Kraft, Liebe und Besonnenheit ausgerüstet werden von ihm. Jauchz, Erd und Himmel, juble hell, die Wunder Gottes froh erzähl, die er heute hat begangen. Das sind die ersten Verse von dem Lied, wo wir als erstes zusammen singen und uns genau an das Geschenk vom Geist erinnern. Der Text könnt ihr unter eingeblendet lesen und so von daheim aus mitsingen. Ihr könnt bei allen Liedern natürlich auch einfach zuhören und mitlesen.
Gott vom Leben. Wir kommen vor dir, da, wo wir jetzt gerade sind. Innerlich wollen wir uns jetzt ganz auf dich ausrichten. Alles Schöne, aber auch alles Schwere vor letzten Woche und alle Sorgen und freudigen Erwartungen für die nächste Woche legen wir vor dir ab. Schenk du uns in allem deinen Frieden. Unerschöpflich ist deine Kraft. Du bist gütig und schenkst uns immer wieder das, was wir brauchen. Wir loben und preisen dich für all deine Werke. Amen. Ich lese aus der Apostelgeschichte, aus dem 2. Kapitel, Verse 1 bis 21. Das Pfingstwunder. Als nun die Zeit erfüllt und der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren sie alle beisammen an einem Ort. Da entstand auf einmal vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es schien ihnen Zungen, wie von Feuer, die sich zerteilten, und auf jeden von ihnen ließ eine sich nieder. Und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun jenes Tosen entstand, strömte die Menge zusammen und sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos und sagten völlig verwundert: Sind das nicht alles Galiläer, die da reden? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache hört? Parther und Meder, Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, von Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asia, von Phrygien, von Pamphylien, von Ägypten und dem kränischen Libyen und in der Stadt weilende Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir alle hören sie in unserer Sprache von den großen Taten Gottes reden. Sie waren fassungslos und ratlos, fragte einer den anderen: Was soll das bedeuten? Andere aber spotteten und sagten: Die sind voll süßen Weines. Die Pfingstrede des Petrus. Petrus aber trat vor, zusammen mit den Elfen, erhob seine Stimme und sprach: Ihr Juden und all ihr Bewohner Jerusalems, dies sei euch kundgetan, vernehmt meine Worte. Diese Männer sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist doch erst die 3. Stunde des Tages. Nein, hier geschieht, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich von meinem Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Alten werden Träume träumen. Und auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Wunder oben am Himmel werde ich wirken und Zeichen unten auf Erden. Blut und Feuer und qualmenden Rauch. Die Sonne wird Finsternis werden und der Mond Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und so wird es sein. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Amen. Liebe Mitmenschen, stellt euch vor, ihr seid in den Ferien, irgendwo im Ausland, dort, wo ihr den Sommer vielleicht gerne her wäre gegangen. Plötzlich hört ihr einen riesigen Lärm. Sofort geht ihr schauen, was da los ist. Und ihr seht Einheimische, die euch gestern noch auf Englisch angesprochen haben und vielleicht maximal ein gebrochenes Küchenkästchen herbekommen haben. Und die reden jetzt plötzlich im breitesten Berndeutsch zu euch.
Und auch eure Zimmernachbarn aus Holland verstehen, was da geredet wird. Genauso das chinesische Pärchen und die deutsche Familie. Ich bin mir sicher, ihr wärt genauso verwirrt, wie das die Leute an dem ersten Pfingsten waren, die das Sprachwunder erlebt haben. Weil erklären kann man das kaum, was da vor sich gegangen ist. Ab Pfingsten hat der Heilige Geist ein weiteres Mal seine Kraft und Vielfalt gezeigt. Auf eindrückliche Art und Weise. Die Leute, die das Wunder miterlebt haben, waren verwundert und fassungslos. Wie auch wir vielleicht etwas verwundert und ratlos sind, wenn wir die Pfingsterzählung lesen. Aber was hat das heute überhaupt noch mit uns zu tun? In der Landeskirche ist die sogenannte Zungenrede eher fremd. Und ich habe noch nie fliegende Flammen gesehen. Und trotzdem glaube ich, dass der Heilige Geist da ist und mit ihm auch etwas von diesen ersten Pfingsten. Vielleicht einfach etwas versteckter, etwas feiner. Wenn man nämlich die Pfingsterzählung genau liest, dann sieht man, dass neben diesen grossen Taten der Heilige Geist ein paar wichtige Eigenschaften von sich gezeigt hat. Dafür müssen wir zurück an den Anfang von der Geschichte. Dort sind nämlich alle Apostel in einem Raum versammelt. Nachdem Jesus in Himmelfahrt ein zweites Mal von ihnen gegangen und zu seinem himmlischen Vater zurückgekehrt ist, sind sie wieder allein und sie bleiben unter sich, in Erwartung auf den Heiligen Geist. Ohne ihn scheinen sie nicht den Mut oder die Kraft zu haben, etwas zu machen. Bis auf die Neuwahl eines Apostels ist darum seit Auffahrt nicht viel passiert. Jetzt doset es und es sind sogar fliegende Flammen sichtbar. Eine eher gefürchtige Vorstellung. Und die Jünger werden von Kraft erfüllt und mutig. Sofort gehen sie raus und erzählen jetzt allen von dem, was sie erlebt haben. Der Heilige Geist hat ihnen also neben den neuen Sprachen und allen anderen wundersamen Nebeneffekten etwas geschenkt, was die Apostel am meisten gebraucht haben. Kraft und Mut, damit sie können weiter erzählen, was alles passiert ist. Und Mut, das haben sie sicher ganz fest gebraucht. Schließlich ist ihr Meister von nicht allzu langer Zeit für genau die Inhalte getötet worden, die sie jetzt wieder verbreitet haben. Ich glaube, der Mut und die Kraft, den kann uns auch der Heilige Geist heute noch geben. Vermutlich nicht so sicht und hörbar, wie das an den ersten Pfingsten war. Vielleicht auch nicht einmal so stark spürbar auf einen Klapp. Aber ich glaube, dass der Heilige Geist uns auch heute noch mit dem ausrüsten kann, was wir gerade brauchen. Gerade jetzt, wo vieles noch unklar und unsicher ist, ist es vielleicht eine innere Ruhe und ein Frieden, der euch den Mut gibt, in die Zukunft zu schauen. Oder es ist einfach die Kraft, den neuen Tag in Angriff zu nehmen. Oder ein Gespräch zu suchen, das schon lange überfällig wäre. Vielleicht fühlt ihr euch aber momentan auch eher noch so wie die Apostel, die noch auf das Wirken des Geistes warten. Auch das gehört dazu. Und dann möchte ich euch den Mut machen, noch nicht den Glauben aufzugeben und die Hoffnung nicht zu verlieren, dass auch ihr den Frieden und die Kraft bekommt. Für das dürfen wir auch beten, wie das auch die Apostel gemacht haben. In dem allem hat sich auch etwas Zweites gezeigt, was der Heilige Geist ausmacht. Die Apostel sind durch sein Wirken nämlich auch befreit worden aus dem Gefängnis von Angst, das sich sogar räumlich in dem einen Haus, wo sie sich aufgehalten haben, gezeigt hat. Das ist für mich eine wichtige Eigenschaft von ihm. Es ist ein Geist, der befreit und nicht einengt. Eine Kraft, die zu Neuem befähigt und Möglichkeiten eröffnet,
und nicht beschränkt und Grenzen setzt. Das ist für mich eine enorm wichtige Botschaft. Wir alle haben in den letzten Monaten erlebt, was es heisst, eingeschlossen zu sein. Gleichzeitig haben wir aber vielleicht auch gemerkt, dass zu viel Freiraum genauso einengend kann sein wie eng getaktete Tage, die gegen gleich aussehen. Umso schöner ist es für mich, darauf zu hoffen, dass der Heilige Geist uns nicht einengen will, sondern befreit. Ich glaube, er möchte auch uns aus unserem persönlichen Gefängnis befreien, wo uns zurückhalten, etwas zu machen, was wir schon lange vorgehabt hätten. Da kann der Mut helfen, der auch vom Geist kommen kann, dass man sich von solchen Fesseln befreien kann. Nachdem aber die Apostel auf die Straße rausgegangen sind, ist etwas weiteres passiert, was mir momentan enorm wichtig dünkt. Dadurch, dass alle in einer anderen Sprache geredet haben, sind die Leute mit ihren verschiedenen Herkünften miteinander vereint und verbunden worden. Die Sprachbarriere war überwunden und somit konnten alle die Botschaft von Jesus hören, in ihrer eigenen Sprache. Das zeigt mir eine weitere, enorm wichtige Eigenschaft des Geistes. Es ist ein Geist, der verbindet und nicht trennt. Das ist etwas, das wir im Moment alle brauchen können. Schliesslich befinden wir uns heute eben nicht in der Kirche, sondern wir sind daheim. Versammlungen sind zwar im kleinsten Rahmen schon wieder möglich, aber Abstand muss weiterhin gewahrt werden. Wir sind räumlich getrennt, grüßen uns nicht mehr mit einem Handschlag oder drei Küsschen. Aber der Heilige Geist ist ein Geist, der verbindet. Ab Pfingsten hat er bewirkt, dass die Leute einander wieder können, besser verstehen konnten. Heute heisst es vielleicht, dass wir zwar räumlich Abstand wahren, aber innerlich einander versuchen, nachzuziehen. Wir können uns weiterhin helfen, damit der Corona-Alltag erträglicher wird. Wir können uns wieder mehr darin üben, Verständnis zu haben für andere, die jetzt gerade nicht in der gleichen Situation sind wie wir. Wir können wieder einmal einen Brief schreiben oder jemandem anrufen, ein Blümchen vorbeibringen und so zu Botschafterinnen und Botschafter vom Heiligen Geist werden und zeigen, dass der körperliche Abstand noch nicht alles aussagt über das, wo ist. Ganz am Anfang von diesem Gottesdienst habe ich aus dem 2. Timotheusbrief vorgelesen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das dünkt mir eine gute Zusammenfassung von dem, was am 1. Pfingsten passiert ist. Und das ist das, was ich euch allen wünsche. Dass ihr erleben dürft, dass ihr von Gott Kraft, Liebe und Besonnenheit bekommt. Amen. Thank you.
Wir beten. Gott, wir legen dir unsere Welt in die Hand. Die Welt, die momentan gerade erschüttert wird. In dieser schweren Zeit bitten wir dir besonders, dass du bei allen bist, die es schwer haben. Für alle, die arbeiten unter speziellen Umständen. Aber auch für die, die ihre Arbeit verloren haben oder jetzt noch schwerer haben, eine zu finden. Für alle, die krank sind oder sonst leiden. Für alle, die sich einsam fühlen, unsicher sind oder Angst haben. Für alle, die Hunger haben oder sonst Not leiden. Wir bitten dich für die Politiker und die Kirche. Hilf dir ihnen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und das Wohl von allen im Blick zu behalten. In Stille legen wir bei dir unsere persönlichen Anliegen ab. Wir bitten dich, komm hier zu allen und gib hier ihnen die Geist, die Kraft, Liebe und Besonnenheit schenkt. Zusammen beten wir in den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Komm, Heiliger Geist, entzünd das Feuer von deiner Liebe.
Das ist der Text vom nächsten Lied, den wir zusammen singen. Auch wenn wir jetzt räumlich getrennt sind, so möchte ich euch doch zum Abendmahl einladen. Jesus lädt uns ein an seinen Tisch, zum Fest vor Erinnerung an Gottes Wege mit seiner Welt, zum Fest vor Gemeinschaft untereinander und mit Gott und zum Fest vor Hoffnung auf eine neue Erde und einen neuen Himmel. Zusammen wollen wir beten. Wir danken dir, Gott, dass du uns mit allem versorgst, was wir zum Leben brauchen. Du bereitest uns den Tisch und schenkst uns den Becher voll ein. Schick uns die Heilige Geist. Tu du unser Leben erneuern und lass uns teilhaben an deiner neuen Schöpfung. Wir denken vor dir an die Menschen, die vor uns gelebt haben, an die Wege, die sie gegangen sind, an ihre Erkenntnisse und Irrtümer, die unsere Geschichte prägt haben. Wir denken an Jesus von Nazareth. Er hat Kranke geheilt, Hungrige zu essen gegeben, mit den Frommen gestritten und mit den Sündern gegessen. So hat er geliebt und gelehrt, gelitten und gestorben. Als Auferstandene geht er uns voraus im Leben. Amen. Der Herr Jesus nahm in der Nacht, da er ausgeliefert wurde, Brot, dankte, brach es und sprach: Dies ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Leider können wir heute nicht im gewohnten Rahmen das Abendmahl zu uns nehmen. Aber wir können uns, auch jede und jeden, für sich
daran erinnern, dass Gott sein Leben mit uns teilen will und für uns da ist. Nehmt euch doch die Zeit, die ihr braucht, um das Abendmahl alleine oder zusammen mit anderen zu nehmen. Das Brot zu brechen und aus dem Becher zu trinken und euch dabei an das grosse Geschenk von Gott erinnern. Kommt, denn es ist alles parat. Spürt und seht, wie gütig der Herr ist. Thank you.
Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich lade euch ein, in das Lob einzusteigen, mit dem Lied «Nun danket alle Gott». Ich danke allen ganz herzlich, die an diesem Gottesdienst mitgewirkt haben. Am Tim Henni für das Filmen und am Beat Wampfler für den Lektorendienst. An Rachel Römer an Harfe und an Mark Mangen an der Orgel. Und ebenso danke ich ganz fest für die musikalische Unterstützung an Peter Losli, Adrian Vögeli, an der Käthi Berger und an Beat Wampfler aus dem Kirchenchor. Die heutige Kollekte ist vom Synodalrat für die Stiftung für kirchliche Liebestätigkeit KLT bestimmt. Die Stiftung fördert und unterstützt gemeinnützige Werke und Projekte in der Diakonie im ganzen Kirchengebiet. So kann Menschen in Not ganz praktisch geholfen werden. Vielen Dank für jeden Beitrag. Ich wünsche euch allen schöne und gesegnete Pfingsten und eine gute Woche. Vor dem Schusssagen singen wir nochmal zusammen ein Lied, und zwar das Lied «Bewahre uns, Gott». Thank you.
So gehet nun hin in Frieden, gesegnet von Gott, dem Vater, begleitet von Jesus Christus und überrascht vom Heiligen Geist. Gott segne und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht zu dir und gebe dir Frieden. Amen.